sind wir wieder. Scheint nicht so, als würde es wieder zusammenbrechen, somit Halleluja. Okay. Sind wir jetzt zurück mit Murdered, dem Exorzisten und Detective, der absolut hübscher Mann ist. Okay, ab in die Kirche. Brauchst du eine Zuflucht? Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. In Form eines Geistdetektivs. Sieht aus wie für eine Hochzeit geschmückt. Ich muss rausfinden, wo die Zeugin ist. Okay. Der Mann ist, wer er ist. Ich kann nicht anders. Ich versuche, mich fernzuhalten, vernünftig zu sein, an jemanden zu denken, mit dem ich ein normales Leben teilen könnte. Aber ich denke an Ronan, 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 Ronan. Und ich kann nicht aufhören. Kann nicht. Das ist es. So fühlt sich wahre Liebe an. Fühlt vielleicht besessen an, aber okay. Ich habe sie gefunden. Moment. Der Geist sitzt sehr, sehr nah an ihr. Willst du reden? Das kann ich nicht gut riechen. Hat sie das gruselig gefunden? Willkommen zurück, Bloodstorm! Freaky. Oh, du bist super freaky. What the fuck? Ich habe meinen Router nochmal neu gestartet. Und ich hoffe, dass er nicht explodieren wird. Er war super duper heiß. Ich habe mal ein Kühlpack draufgelegt in der Hoffnung, dass es ihm wieder bald wieder gut geht. Creepy Stalker Ghost. Aber volle Lotte. Volle Galotte. Die Todesfee im Glockenturm? What the fuck?
hier sind auch so viele Verstecke. Das macht mich nervös. Wow. Hier sollte ich nicht lang gehen. Aber hier kann ich reinschnüffeln. Hier ist sehr viel verdeckt. Wir sahen vorgestern Abend einen Marathon mit Gangsterfilmen in Schwarz-Weiß. Ich konnte nicht glauben, dass er sie noch nie gesehen hatte. Ich mochte die romantischen Teile, eher die mit den toughen Kerlen. Als ich ihn am nächsten Tag den... Wenn... Was? Nochmal. Was? Als ich ihn am nächsten Tag den Fedora kaufte, my lady, sah er verwirrt aus. Gewöhnte sich aber schnell daran. Er ist jetzt ein Teil von ihm. Ich glaube nicht, dass er ihn je wieder abnehmen wird. Nope, wird er nicht. Er ist gestorben mit dem Ding. Ich weiß es nicht. Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Ja. Der schönste Tag meines Lebens. Wir wussten von Anfang an, dass wir früher oder später hier landen würden. Ja. Du hast ein echt hässliches Hochzeitskleid an. Alter Falter, was ist das für ein Hochzeitskleid? Das ist ein Abendkleid, das ist doch kein Hochzeitskleid. Ich weiß es nicht zu 100%, es könnte möglich sein. Könnte auch einfach nur ein Gentleman sein. Er weiß das schon so genau. Hi. Was zum Kuckuck machst du hier? Was macht ein Rabe hier? Freaky. Gab es bei den Fotos. What? What? Das sind die Fotos. An dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Der Priester meinte, sie kann auf den Dachboden bleiben. Wo das wohl sein mag.
Sie sitzt doch da hinten in der Ecke, oder bin ich blöd? Hier sind noch mehr Raben. Warum sind hier so viele Raben? Okay, ich glaube, ich habe alles durch. Oh, das ist sie gar nicht. Das war ja überhaupt nicht creepy. Oi. Ha! Der Dachboden muss dort oben sein. Du hast mich über das Zeug geführt. Vielen Dank dafür. Oh, hier sind wieder Dämonen. Wie kommen die in die Kirche? Nach oben. Moment, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Uno momento. Hier könnten spannende Sachen rumliegen. Das musst du verstehen, Kitty Cat. Okay. Du nervst ihn. What the fuck? Uh-oh. Gott, ich habe überhaupt nicht mehr darauf geachtet, wo der Dämon ist. Hui! Okay. Ich verstehe immer noch nicht diese komischen Antennen hier bei dem Fernseher. Echt nicht. Wirklich, 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 wirklich nicht.
Ja, warum kann das nicht jeder? Okay. Zurück zur Kitty Cat. Aber immer noch nichts mit dem weißen Zeug machen. Oh mein Gott, ich hab's herausgefunden. Darf ich das essen? Nein? Okay. Ich bin super schnell. Super schnell ist Kitty Cat. Warum springe ich hier überall hoch? Ich muss da unten rein, nicht wahr? Ha! Gefunden. I'm a kitty cat. In a dance, 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 in a dance, dance, dance. Das ist voll cool. Das Kätzchen kann über das Rote. Sicher. Ich bin auf dem Tisch. Kein interessiert. Hallo, Bro. Ich bin so ein Kletterass. Hallo. Hallo.
Okay, das hätten wir erledigt. Telepathie. Jemanden, der vor knapp einer Stunde kurz davor stand, dich anzugreifen. Und wenn... Sekunde mal. Du kannst mich sehen und hören? Assassin Meets. Heilige Scheiße. Du bist ein Medium. Verbrennt die Hexe. Na, ich hab vielleicht ein Schwein, was? Ich habe gerade die perfekte Helferin gefunden. Was ist nur mit euch Typen und meiner Familie? Den Cops zu helfen, ihren Job zu erledigen, ist kein Privileg, sondern eine Falle. Ich bin nicht deine Informantin, Partnerin oder Freundin. Ich schulde euch nichts. Wenn überhaupt, schuldet ihr mir was. Komm schon, bekomm meine Partnerin. Ja, schon klar. Du bist tough. Trap. Okay. Aber du bist nicht tougher als er. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Er ist hinter dir her oder jemandem aus deinem Umfeld. Wen auch immer er tot sehen will, der kann froh sein, noch zu leben. Ich weiß, was ich tue. Und du kannst mir helfen, ihn aufzuhalten. Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten. Hör mal. Es tut mir leid. Was mit dir passiert ist, war furchtbar. Und du hast mir das Leben gerettet. Also, was willst du? Alles. Alles, was du weißt. Alles. Ich schau mich kurz um, ja? Alles gut. Warum sollte der Mörder nach dir suchen? Ich wurde ermordet, als ich diesem Hurensohn zu deiner Wohnung folgte. Also warum würde er nach dir suchen wollen? Dieser Irre hat wahrscheinlich meine Mom gesucht. Und nicht mich. Ich bin ein Niemand. Unsichtbar. Meine Mom und ich haben uns bemüht, damit das so bleibt. Nicht jeder will bemerkt werden, weißt du? Kennst du den Mörder? Hast du meinen Mörder vor heute Nacht schon mal gesehen? Irgendeine Ahnung, wer er ist? Ihr Cops habt so wenig Hinweise, dass ihr wahllos Leute fragt, ob sie wissen, wer der Mörder ist? Jetzt verstehe ich, warum ihr so viel Hilfe braucht. Ich frage keine Leute. Ich frage die Zeugin, deren Leben ich gerettet habe. Hat deine Mom gesucht? Hat deine Mom gesucht? Was soll das heißen? Sie ist wie ich. Aber sie hat es trotz ihrer Gabe geschafft, ein anständiges Leben zu führen. Das hat sie vermutlich zu einem Ziel gemacht. Was meinst du mit anständiges Leben? Anständiges Leben? Ja. Hey, du kennst sie vielleicht. Sie hat mit den Cops am Glockenmörderfall gearbeitet. Als angestelltes Medium. Als Profilerin. Sorry, Kleine. Da klingelt bei mir nichts. Das habe ich in der Wohnung gefunden. Erwähnt was über irgendein Buch zum Glockenmörder. Und es ist ihre Handschrift. Buch zum Glockenmörder. Wenn sie Profilerin war, ist das wohl das Buch, in dem sie ihre Notizen zum Fall hat. Sollte im Revier sein. Echt? Echt, mein Kind.
Weißt du eigentlich, dass du Schlüssel um den Hals trägst? Wo ist deine Mom? Wo ist deine Mom, Kleine? Vermutlich tot. Sie würde mich nie verlassen, ohne ein Wort zu sagen. Nie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Doch der Glockenmörder hat was mit ihrem Verschwinden zu tun. Dass er heute Nacht aufgetaucht ist, beweist das. Okay. Wenn er sie umgebracht hat, warum sollte er in ihre Wohnung zurückkehren? Keine Ahnung. Das Schlimmste anzunehmen hat noch nie geholfen. Warum warst du heute Nacht in der Wohnung? Okay, okay. Was hast du in deiner Wohnung gemacht? Ich wohne da, Sherlock. Oder tat es, was auch immer. Sie hat mich Sherlock genannt. Meine Mutter wird seit ein paar Tagen vermisst. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie verschwindet nie einfach. Nicht so. Good Cop, Bad Cop Time. Prügel es aus ihr raus. Warum lebst du nicht dort? Warum lebst du nicht dort? Wegen Leuten wie dir, die einen ständig um Hilfe bitten. Die versuchen, ein letztes Mal Kontakt mit geliebten Menschen aufzunehmen oder ein verrücktes Problem lösen wollen. Ich liebe meine Mom, aber ich kann nie lange an einem Ort bleiben, sonst finden mich Leute wie du zu leicht. War auch nicht oft zu Hause, als ich aufwuchs. Ich weiß, es ist hart. Der Schrei der Zeugin hat mich auf schmerzhafte Weise desorientiert. Wie kann das sein? What? Aber sie sind schon so laut, wie es geht. Spüre die Zeugin auf. Ich darf die Zeugin nicht aus den Augen verlieren. Nur sie kann mir helfen, den Glockenmörder zu finden. Komisch, in Zwischensequenzen alles normal, sonst klingt es wie ein Kopfkissendialog. Doof.
nicht mein Kind. Süß, er singt in seinen Gedanken. Oh, na toll. Ablenken. Einige Objekte können aktiviert werden, um Dämonen abzulenken. Dies gewinnt ihre Aufmerksamkeit und verschafft ihr eine Möglichkeit zum Vorbeischleichen. Die Raben sind oft nützlich, um die Dämonen abzulenken. Bitch. So sieht die Sache nackig aus. Verdammt, was jetzt? Hey, Kitty Cat. So, wo ist sie hin? Welcher Hinweis sagt mir, wo sie hin will? Die Notiz besagt, die Zeugin soll das Buch zu den Glockenmorden holen. Ja, das wird sein. Notiz. Hell yeah. Wir lagen voll richtig. High five. Geh jetzt. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Klar. Sie ist auf dem Weg zum Revier, um ein Buch zu klauen. Da wird sie kaum auffallen. Hast du gewusst, dass ihre Mom für die Polizei arbeitet? Na gut, erzähl's mir nicht. High five sound.
Es beunruhigt mich immer noch, dass man sich so viel in der Stadt verstecken kann. Wir müssen noch die Tankstelle finden. Für mich starb. Daran zu denken ist surreal. Ich mache jedes Mal augenblicklich eine außerkörperliche Erfahrung durch. Sehe mich selbst in diesem Moment. Nachdem sie versuchte, einen Streit zwischen zwei Männern aus der Straße zu schlichten. Zwei ihr völlig Fremde, von denen sie einer grundlos erstochen, von denen sie einer grundlos erstechen würde. Sie starb, weil sie helfen wollte. Und das Arschloch ist davongekommen. Wenn ich nur eine Minute früher angekommen wäre, wäre mein Leben anders, besser. Und sie würde nicht fort sein. Oh. Harter Arbeitstag für meinen Mann. Es dauerte eine Weile, bis er darüber reden konnte, aber dieser Baxter scheint extrem feindlich gegenüber Ronan zu sein. Und es gibt nichts, was er dagegen tun kann. Es ist ein Mysterium, warum dort so viel Feindseligkeit herrscht. Ronan hat nie etwas getan, um ihn zu verärgern. Aber Baxter beschloss zu wissen, was für ein Mensch Ronan ist. Und nichts überzeugt ihn vom Gegenteil. Manche Leute lernen das nie. Kann man nicht markieren. Konnte ich nicht vorher hier durch? Komisch. Aber ich bin doch von hier gekommen. Ich bin sehr, sehr sicher, ich bin von hier gekommen.
Ich bin zu 100% sicher, ich bin von da gekommen. Warum kann ich da nicht wieder zurück? Ah, hier. Sorry. Sie haben meine Leiche weggeräumt. Moment. Wir gehen erstmal noch mal kurz hier hinten hin. Weil für den Typen mit dem Auto stand, ich hätte 4 aus 4 Hinweisen. Das heißt, eigentlich bin ich durch mit der Suche bei ihm. Detectives versuchen, jegliche mögliche Verbindung zum Glockensymbol zu finden. Leute namens Bell, Literaturverweise auf Glocken, alles, was etwas mit der Glocke zu tun hat. Zeuge begab sich sofort nach Entdeckung des schwer verbrannten Körpers in Therapie. Oh je, meine. Hat jemand die komplette Stadt in Brand gesetzt? Das FBI kann einbezogen werden, um die lokalen Behörden zu unterstützen, wenn eindeutig feststeht, dass es sich um einen Serienmörder handelt. Das Salem Police Department bezog bis Redaktionsschluss keine Stellung zu den Ankündigungen des FBI, hat sich aber wiederholt geweigert, die Tote als Werk eines Serienmörders zu beschreiben. Es macht keinen Sinn, die Stadt wegen etwas Panik zu versetzen, das vielleicht gar nicht mal wahr ist, sagte SPD-Sprecherin Ingrid Larsen in einer früheren Stellungnahme zu dem Fall.
Warum leuchtest du immer noch? Freaky. Hey, die Tankstelle! Hell yeah! Vielleicht können wir ein bisschen schneller laufen. Dann entdeckt er uns vielleicht nicht. Okay. Wir sind zurück zu den Hexen. Kann ich in den Laden rein? Ist was Leuchtendes. Ich will das Leuchtefunken haben.
fehlen noch zwei Hinweise. Leider nicht. Aber gute Idee. Was passiert, wenn ich einen von denen sage? Vielleicht ist es sein Kumpel. Scheint, als versuchte Brad ein Taxi zu rufen, aber etwas hat ihn verjagt, bevor es ankam. Laura war gerade dabei, den Tank aufzufüllen, als sie das laute Geräusch hörte und es abbrach. Rick war vielleicht sturzbetrunken, aber irgendwas hat ihn trotzdem erschreckt. Er ist der Einzige, der sich umgedreht hat. Brad führt ein Telefonat. Laura tankt. Rick übergibt sich. Was zum Teufel war das, hä? Okay. Ausnahmsweise fühlte ich mich draußen bei Nacht sicher. All die Geschichten, er sei der gefährlichste Mann Salems, sie fühlten sich wahr an. Niemand konnte uns etwas, weil niemand ihn etwas konnte. Und ich war bei ihm. Bin bei ihm. Werde bei ihm sein. Ich weiß es. Die Notizen sind voll traurig. Keine Ahnung. Zurückzukommen auf diese Weise. Vielleicht auch eine Explosion. Ort, den ich in harten Zeiten, in denen ich plötzlich wieder Alleinwaldstütze gebrauchte. Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt. Heute Nacht war das erste Mal, dass er eine Pistole benutzt hat. Der Typ verlässt sich auf seine Nahkampffähigkeit. Wenn du dich ihm also näherst, ist er im Vorteil. Aber Sir, wenn wir uns nicht nähern können, wie verhaften wir ihn? Erinnert euch ans Training. Er ist jetzt ein gesuchter Cop-Killer. Wenn ihr ihn seht, schießt. Glockenmörder-Einsatzzentrale. Glockenmörder-Einsatzzentrale.
Ich sollte nachsehen, ob es neue Spuren in meinem Mordfall gibt. Ankunft der Leiche in der Leichenhalle 2014. Todesursache Obduktion ausstehend. Vorläufige Forensik? Keine Fasern, kein verdächtiges Blut, DNA, keine Fingerabdrücke am Tatort. Eine der besten Sichtungen des Glockenmörders und sie haben keinerlei verfolgbare Beweise oder Hinweise gefunden. Diese Loser. Stuart wollte ein Update zu etwas aufgrund kürzlicher Entwicklungen. Was ist passiert? Oh, du bist niedlich. Todesursache erdrosseln, Trauma an Nacken und Kehlkopf des Erdrosseln, schwere Abschürfungen an Handgelenk und Knöcheln. Wahrscheinlich das Resultat von Fesseln aus Hanfseil. Wow, was war das? Gott, hör auf zu rauchen, ey. Mit allen anderen Glockenmorden. Ergebnismord. Ergebnismord. Alle Opfer wurden von ihren Ermordungen gefesselt. Die Polizei glaubt, der Glockenmörder hat blaue Augen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich konnte sein Gesicht kaum sehen, als ich ihn konfrontierte. Das Symbol, das der Glockenmörder an seinen Tatorten zurücklässt, was hat eine Glocke mit dem Morden zu tun? Steht das in Verbindung mit dem Symbol des Glockenmörders? Rex ist angesichts fehlender Beweise und ausbleibender Fortschritte in meinem Fall frustriert. Oh, er ist mein Bro. Er ist mein Bro. Interessiert keinen.
Er hat gerade die Akte zu den vermissten Mieterinnen aktualisiert. Vielleicht erhält sie nützliche Informationen. Cassandra Forster, 42, wohnt in den Regal-Apartments. Professionelles Medium und Profilerin. Berät gelegentlich die Polizei Salems. Zuletzt vor 2 Wochen von Nachbarn gesehen. Kein Vorstrafenregister. Joy Forster, 15. Erziehungsberechtigte ist die Mutter, Cassandra Forster. Aufenthaltsort des Vaters nicht bekannt. Vor 2 Jahren aus dem Schulsystem ausgeschieden. Oh, Schnecke. Von zu Hause ausgerissen. Einiger Vergehen überführt, minderjährig, unerlaubtes Betreten, Diebstahl und Einbruch. Vermisstmeldung für Joy Forster zurückgezogen. In Haft. Oh, sie wurde inhaftiert. Glückwunsch. Die Glockenmorde wurden an willkürlichen Orten in der ganzen Stadt begangen. Es scheint keine Gemeinsamkeit zwischen den Orten zu geben. Die Vermisstmeldung wurde zurückgezogen, weil sich die Zeugin hier im Revier in Haft befindet. Sie wird wohl noch in Haftraum sein. Alle Opfer an der Tafel waren junge Frauen, ohne Anzeichen sexueller Gewalt. Zeugin sagt, sie sei ein Mann in dunklen Kapuzenshirt, wie in der öffentlichen Beschreibung, dunkle Hose und Schuhe, konnte sein Gesicht nicht sehen. Die Steine in ihren Taschen konnten auf Selbstmord hinweisen oder auf eine Mutprobe von Mitschülern. Kein Anzeichen von Gewalt und derzeit keine Verdächtigen.
Ein weiterer Fall eines scheinbaren Unfalls, mit Ausnahme des Glockensymbols, von einem behandschuhten Finger in den Staub am Fenster gezeichnet. Wo wohl mein Stuhl war? Wer weiß, mein Bro, wer weiß. Ich kann sehr viel Poltergeisten hier. Es gibt immer noch keine Verdächtigen in dem Fall. Ein Unfall wird nicht ausgeschlossen, aber der einzige Beweis für Fremdeinwirkung war das mit Filzstift gemalte Glockensymbol. Kein Abdruck auf dem Stift. Okay. Ich will mich ja nicht aufzwängen oder so. Wenn ich nur meinem Jüngeren selbst sagen könnte, was aus mir wird. Ich werde nie den Rausch meines ersten Diebstahls vergessen. Er sah es nie kommen und ich sah es nie kommen, als mein Vater meinen Arm mit einem eiskalten Grinsen und einer Tätowiernadel festhielt, um mir ein Andenken an ein Verbrechen zu geben, das unvergesslich sein sollte. Sein eigener Vater hat ihn tätowiert? Eieiei. Wo siehst du einen Geist stehen? Oh, ich muss wahrscheinlich ganz viel Poltergeist spielen, damit sie entkommen kann, ne? Thank you.
Nichts kann dich darauf vorbereiten, deine eigene Leiche zu sehen. Es fühlte sich noch nie so nach einer leeren Hülle an. Himmel, ich sehe aus wie ein Krimineller. Warum guckst du dir das an? Armes Bubu. Claire Anna Nelson, weiblich, 20 Jahre alt, Studentin. Thank you.
Jetzt interessiert keinen, was ich mache. Warum interessiert das keinen? Ich muss das erst aktivieren. Ich mach das. Anne Grace, weiblich, 22 Jahre alt, keine unmittelbare Familie. Offensichtlich bekannt als Madame Maganta. Eine Neuheit unter Hellsehern. Das war knapp. Wo sind denn alle? Bitte, du auch in der Tankschicht. Okay, welches Büro ist das?
hast sie erträglich gemacht. Tja, ich schätze, jetzt seid ihr vereint. Rex ist dankbar, dass Rowan Julia durch ihre psychische Erkrankung hilft. Oh, okay. Der große Tag. Ich dachte, er kommt nie. Zwischen Ronan, der es tatsächlich durchgezogen hat, und Rex, der sich um den Papierkram kümmerte, konnte so viel schiefgehen. Aber es ist soweit. Und mein Mann hat jetzt eine Marke. Steht ihm gut. Und er liebt es. Ich glaube, er stolziert noch mehr als zuvor. Gott, ich liebe einen Kerl in Uniform. Ich wusste immer, dass es Ärger gab, aber ich wusste nicht, dass er offiziell verhaftet worden ist. Das ist schlimmer als gedacht. Es sind nicht nur geringfügige Vergehen, sondern auch Straftaten, als ob sein Leben bereits ruiniert ist. Wie kann ich mein Leben mit seinem vereinen? Ich weiß es nicht. Aber ihr habt es irgendwie hingekriegt. Das war ein ziemliches Kunststück, das Rex da abgezogen hat. Ronan zu Detective zu machen, ohne viel Zeit auf Streife verbringen zu müssen. Er überzeugte den Captain und den Commissioner, dass Ronans Kenntnisse am besten zum Einsatz kommen, wenn er in Zivil unterwegs ist. Ronan war sehr erleichtert. Wir untersuchen die Möglichkeit einer Verbindung zwischen dem auf der Karte aufgelisteten Todesfällen. Keine öffentlichen Kommentare bis offiziell autorisiert. Werden? Du bist so unauffällig wie ein Tornado. Hier sah es schon so aus, als ich reinkam. Ja, ich weiß. An wie vielen Orten kann man in so einem winzigen Raum ein Buch verstecken? Wer weiß. Vorstrafenregister versteckt. Jetzt habe ich den Beweis. Vielleicht hier. Moment. Rex hat Dexter davon abgehalten, mich zu erpressen und mein Vorstrafenregister gegen mich zu verwenden.
Das macht Baxter also in seiner Freizeit, ha? Huh? Baxter hat sich über die Geschichte Salems informiert. Sieht nicht nach etwas aus, das ihn interessieren würde. Vorgehensweise ändert sich bei jedem Mord. Der innere Antrieb ist der gleiche. Deswegen erscheinen die Morde beliebig und zusammenhängend. Aber die Polizei sieht die Verbindungen nicht. Außer Officer Baxter. Eigentlich vertraue ich ihm nicht. Aber er ist meine einzige Chance. Ein Verhaltensmuster in den Mordmotiven, das die Polizei nicht sieht, ist der Fokus von Joys Mutter. Aber sie hat Schwierigkeiten, die Cops davon zu überzeugen, sie ernst zu nehmen. Mann, er war so stolz, zum Detective ernannt zu werden. Baxter hat die Akademie 2 Jahre vor mir abgeschlossen. Jemand hat Baxter eine Voicemail hinterlassen. Warum sollte Baxter die Stadt verlassen? Baxter hat das Buch wahrscheinlich irgendwo in seinem Büro versteckt, weil Rex noch danach suchte. Was hat das Mal an der Wand verursacht? Gezogen? Was für ein Wal? Ach so. Der Gewehrschrank. Man kann den Gewehrschrank ziehen. Der Gewehrschrank ist an Scharnieren befestigt, als ob er ein geheimes Fach oder sowas verdeckt. Zieh am Regal. Ein merkwürdiger Hebel sichert den Gewehrschrank. Das ist nicht normal. Ich glaube, ich hab's. Zeig's mir. Da ist ein Knopf an der Seite des Waffenschranks. Ja, das ist es. Bitte sag mir, du weißt, was all diese Symbole bedeuten. Ja, ein paar davon kenne ich. Hä? Komisch, ihr letzter Eintrag lautet, er weiß von mir. Oh Gott, das heißt, er war hinter ihr her. Das weißt du nicht.
Wir müssen weiter. Oh, Mist. Hey, was ist das? Das Museum. Komisch. Wie kommt das in Ihr Buch? Keine Ahnung. Nimm es einfach, wir finden es später raus. Sie ist hier irgendwo. Ich sehe hier nach. Check du die Büros. Wir müssen los. Bleib außer Sicht. Los, los! Muss die beiden wegbekommen, oder? Worauf wartet sie? Er hatte Unrecht, selbst wenn er Recht hatte. Baxter dachte, er könnte mit meiner Vergangenheit drohen, als ob meine Vergangenheit nicht alle Schaden, den sie anrichten konnte, bereits verursacht hatte. Hey, Baxter, verlässt du dich immer noch auf diese Zaubertante? Du weißt, ich halte nichts von diesem Geisterscheiß, aber sie hat eine Spur. Für mich zählt nur das Ergebnis. Wenn du eine verlässlichere Quelle findest, lass es mich wissen. Baxter arbeitet immer noch am Glockenmordfall, obwohl er davon abgezogen wurde.
Ich weiß nicht, was du von mir willst, Mädchen. Ach so, wir reden wieder. Oh Mann. Warte, warte. Ich muss nachsehen, ob die Luft rein ist. Rex. Wer ist das? Ein Kopf, dem du aus dem Weg gehen solltest. Okay, du musst zu dem Raum dort gelangen, aber warte auf mein Signal. Hey, Lieutenant, warten Sie. Wissen Sie, was der ganze Aufruhr ist? Los. Okay. Wie kriege ich euch hier weg, hä? Kommst du mir nicht davon. Wenn dir so viel an dem Fall liegt, dann find deine eigenen Beweise. Ohne mich wirst du deine Mutter nicht finden. Was? Was bringt sie dazu, mir zu helfen? Irgendwas brummt. Das ist mein Ventilator. Es tut mir leid. Aber ohne sterbe ich. Oh Mann. Oh, komm schon. What? Geh jetzt. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Was hier passiert ist. Die Antworten auf unsere Fragen bekommen wir nur, wenn wir den Mörder finden.
Vertrau dem Mädchen nicht. Joy braucht meine Hilfe, um ihre vermisste Mutter zu finden und kann mir helfen, den Glockenmörder aufzuspüren. Yay. Das Spiel kann ich leider nicht lauter machen, es ist schon so laut, wie es geht. Und da ich wirklich direkt von der PlayStation aus streame, funktioniert es leider nicht anders. Mikrofon raus und wieder rein. Brumm noch da. Die Stimme hört sich auch komisch an. Mach mal im Handy deinen Stream an, dann hörst du es. What? So klingt meine Stimme. So ist meine Stimme halt, was soll ich machen? Also daran kann ich nichts ändern. Wie kann man speichern in dem Spiel? Ich glaube, wir haben noch kein einziges Mal gespeichert. Ich hoffe, es speichert automatisch. Es speichert bestimmt automatisch. Es hat bestimmt ganz am Anfang irgendeine Mitteilung gemacht, von wegen, wir speichern automatisch. Und ich habe es nicht mitbekommen. Das könnte möglich gewesen sein. Oopsie daisies. Ja, klingt jedenfalls bei mir lauter. Also ich habe es mir eben gerade angehört und ich fand, ich klang normal. Ich weiß es nicht. Ich fand, es klang wie immer. Julias letzte Ruhestätte betrachtet. Jetzt ist es nur noch der Ort, an dem sie begraben ist.
Schätze, ich werde hier auch begraben. Aber es ist für uns beide kein Heim. Nur der Ort, an dem sich andere an Vergangenes erinnern. Geistermädchen, das mich verfolgt. Tut mir leid, dass es so lange her ist, Julia. Da, das ist bestimmt das automatische Speichern. Sehr gut, sehr gut. Und warum? Und warum? Weil wir 22 nach Mitternacht haben. Und ich muss ins Bett. Ich muss morgen wieder arbeiten. Und ich muss versuchen, noch ein paar Stunden Schlaf zu kriegen. Also hoffe ich einfach, dass es gespeichert hat. Und yay. Dann war es das erstmal für heute. Nicht vergessen, mittwochs, also morgen streame ich nicht, weil ich super lang arbeite. Aber am Donnerstag geht's dann weiter. Und dann gucken wir, wie es weitergeht mit unserem kleinen Detective-Freund, der hobbymäßig auch Exorzist ist und verdammt gut aussieht. Ja, ich habe schon wieder gesagt, es tut mir leid. Okay. Dann vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns hoffentlich am Donnerstag wieder. Bis dann. Bye. Bye, bye. Auf Wiedersehen.